Die Kanzlei Dr. Bahr präsentiert. Jonas, nur Jonas und Sam. Eine Science-Fiction-Krimiserie von Michael Kose. Heute Comeback. Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruh lag Babylon. In stummer Ruh, nimm dir ein Beispiel dran, Sammy. Und das heißt Mitternacht, es ist 7:05, früher Morgen. Das war nicht die Zeitansage, du Banane. Banause, das war Poesie, Dichtkunst, du verstehen? Sam, mein Computer, ein Sondermodell, besonders verbal, extrem verbal. Er kann seine Klappe nicht halten, auch wenn er keine hat. Er nervt. Andererseits, was wäre mein Leben ohne Sam? Entspannter, ruhiger und viel, viel uninteressanter. Wer will das schon? Belshazzar von Heinrich Heine. Ein unsterbliches Meisterwerk. Jehova, dir könnt ich auf ewig hohn. Ich bin der König von Babylon. Schluss mit dem Knattergemime, geh ans Fohn. Oh. Da bemüht sich ein kleiner Computer um ein winziges Quäntchen Bildung für seinen mental total unterbelichteten Herrn und Meister. Und was ist der Dank? Knattergemime, sagt sie. Sam, geh ans Fohn. Ja, man hört und gehorcht, o Beherrscher der Gläubigen. Wer ist dran? Stadtverwaltung Babylon, Amt für freie Berufe. So, stell durch. Akustik, kein Bildfohn. Jawohl, kein Bildfohn. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Jonas. Sie werden hiermit nachdrücklich aufgefordert, zwecks Erneuerung Ihrer Lizenz als privater Detektiv persönlich im Amt für freie Berufe Babylon Mitte Ost Piazza Sevastopol vorstellig zu werden. Und zwar unverzüglich. Widrigenfalls Ihnen die Lizenz entzogen wird, was wiederum Ihre soziale Rückstufung ins Prekariat erforderlich macht, mit allen daraus resultierenden Konsequenzen. Das Amt für freie Berufe wünscht Ihnen noch einen angenehmen Tag, Herr Jonas. Normalerweise springt Jonas nicht, wenn irgendein Amtsschimmel wird. Aber hier ging es um alles. Um den Job, den Sozialstatus, die Existenz. Also sprang ich. Unverzüglich. Die wichtigen Behörden in Babylon liegen um den Ernst-August-Platz. Hier ragt das Rathaus in den Himmel, die Sicherheitsverwaltung, das Wirtschaftsministerium. Das Amt für freie Berufe ist total unwichtig. Noch unwichtiger als die Prekariatsverwaltung, mit der sich das Amt eine frühere Kirche teilt. Die Prekariatsverwaltung macht sich im Kirchenschiff breit. Die freien Berufe haben sie in den Turm gequetscht. Unten die Ärzte, Mensch, Tier und Zahn. Darüber die Rechtsanwälte, dann die Künstler. Ganz oben Sonstige. Fahrstuhl, Fehlanzeige. Hi. Können Sie lesen? Eintritt nur nach Aufruf steht an der Tür. Sind Sie aufgerufen? Genau genommen bin ich angerufen. Von Ihnen. Sie wollen was von mir. So. Name? Jonas. Vor oder nach? Beides. Also Jonas, Jonas. Nein, nur Jonas. Sie gestatten, dass ich Platz nehme. Wenn Sie einen Stuhl finden. Bürgernummer? Ich setzte mich auf den Schreibtisch und verriet ihm meine Bürgernummer. Der Typ war grau, von den Haaren über Gesicht und Anzug bis zu den Schuhen, staubgrau. Er hockte in seinem grauen Sessel wie angewachsen. Auch das Büro war grau. Graue Aktenregale, graue Akten. Echtes Papier. Grauer Schreibtisch. Darauf ein grauer Laptop, Asbach uralt. 20 Jahre mindestens. Beruf? Detektiv. Privat. Richtig, der Letzte. Außer Ihnen steht keiner mehr in meinen Akten. Und was machen Sie so als Detektiv?
Ich detektiviere. Aha. Nicht sehr erfolgreich, wie es aussieht. Im laufenden Jahr 2016 haben Sie keinen einzigen Euro verdient und heute ist schon der 30. Dezember. Es war ein schwieriges Jahr. Ereignisreich. Fall Wildwest, Fall Mafia. Beide kompliziert. Gefährlich sowieso. Allerdings nicht gerade einträglich. Was kann Jonas dafür, wenn man ihn kidnappt oder wenn seine Auftraggeberin ihn umbringen will? Aber darüber wollte ich mit dem grauen Sesselfurzer nicht diskutieren. Ich wollte ihn den Kopf voran in seinen grauen Papierkorb stopfen. Das verkniff ich mir. Ich tat nichts. Ich sagte nichts. Unter diesen Umständen, Herr Jonas, ist es mir nicht möglich, Ihre Lizenz zu erneuern. Das heißt, Sie verlieren Ihren Sozialstatus. Der war bisher, lassen Sie mal sehen, war unterer Mittelstand, Volksrente plus Eigeneinkommen zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Sie steigen ab ins Prekariat, nur Volksrente. Und das heißt, Sie werden demnächst Babylon verlassen und in die Prekariatsheimstatt Nummer 1 umgesiedelt. Kurz PH1, draußen in der Wildnis, ein paar hundert Kilometer südlich von Babylon. Volkstümlich Prollhalde oder Donut, wegen der Form. Ein riesiger Ring um einen Innenhof, 300 Stockwerke hoch, in jedem Stock 3000 Bewohner. Macht nach Adam Riese 900.000. Das reichte natürlich nicht. PH 2 und 3 waren schon im Bau. In Babylon gab es immer mehr. Prekariatsangehörige, Prolls, Volksrentner ohne Arbeit, ohne Zusatzeinkommen. Die anderen fühlten sich gestört. Der obere Mittelstand, die Reichen und Superreichen. Babylon ging das Problem offensiv an. Seit einem Jahr wurde die Stadt gesäubert. Unter dem Motto, macht Babylon sicherer, sauberer, schöner. Prolls mussten raus, in die Wildnis, in die neuen Prollhalden. Da waren sie unter sich und störten nicht mehr. So weit, so schlecht. Jonas wollte in Babylon bleiben. Das können Sie, Herr Jonas. Dazu müssten Sie allerdings noch in diesem Jahr ein gewisses Einkommen erzielen. Ich soll in 2 Tagen einen lukrativen Fall an Land ziehen. Wie stellen Sie sich das vor? Das ist doch nicht meine Aufgabe, Herr Jonas. Auf Wiedersehen. Jonas hatte den Kopf voll und ganz andere Sorgen. Trotzdem fiel mir die Frau auf, die am Fuß der Treppe stand. Sie war nicht grau, sie war bunt. Rote Haare, rote Schuhe, gelber Businessanzug, grünes Hemd. Sie sah gut aus. Außerdem sah sie mich an und hielt mich am Ärmel fest. Sie haben ein Problem, Herr Jonas. Eins? Ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Prekariatsoberrätin Sakalauskas. So sehen Sie nicht aus. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Kommen Sie mit. Sie führte mich nicht in ihr Büro. Sie führte mich zu einem der alten Beichtstühle an der Wand. Holzimitat, verblasst und verzogen. Innen hing noch immer ein Hauch von Weihrauch und Sündenschweiß. Jonas war nicht nach Beichten. Obwohl er ausgesprochen sündige Gedanken hatte, als die attraktive Beichtmutter ihm im engen Kabuff sehr nahe kam. Hier sind wir ungestört. Hören Sie zu. Wie ich von meinem Kollegen im Turm erfahre, brauchen Sie einen Fall und wir brauchen einen Detektiv. Wir? Die Prekariatsverwaltung. Wir haben ein Problem mit PH1. Ach was, Sie auch? Der Leiter der Heimstatt, mein Kollege Prekariatsrat Arnold, ist anscheinend verschwunden. Vor 3 Tagen war die elektronische Verbindung von PH1 zu uns unterbrochen. Video, Phone, E-Mail, nichts ging mehr. Und als etwa 4 Stunden später die Verbindung wieder stand, sahen wir auf unseren Monitoren nur Flure und leere Wohnkapseln. Kein Zentralbüro, kein Arnold. Unsere Anrufe nimmt keiner an. Unsere E-Mails werden nicht beantwortet. Wir sind besorgt. Irgendwas geht in PH1 vor und wir wissen nicht was. Warum wenden Sie sich nicht an die Sicherheitsverwaltung? Zwecklos. Außerhalb der Stadtgrenzen hat die babylonische Polizei keinerlei Befugnis. Die Wildnis gehört zum Aufgabenbereich der Grenztruppe, aber die hat in letzter Zeit zu viel um die Ohren. Nach dem letzten großen Mauerdurchbruch am Weihnachtstag müssen die Grenzer noch immer illegale Drittweltler jagen. Außerdem wären sie für unser Problem wohl kaum geeignet. Das ist eine andere Kofferersache.
Wie wär's mit dem Geheimdienst? An den haben wir uns natürlich gewendet. Aber da kriegten wir eine glatte Abfuhr. Prolls gehen uns nichts an, wurde uns gesagt. Da müsst ihr euch schon selbst umkümmern. Und weil wir in der Prekariatsverwaltung keine Exekutivabteilung haben... Schicken Sie Jonas, den letzten Detektiv. Sie wissen, was ich koste. 200 Euro pro Tag und Spesen. Unmöglich, Herr Jonas. Die Prekariatsverwaltung hat kein Geld und auch kein Konto für Sonderausgaben. Passen Sie auf. Spesen brauchen Sie nicht. Der Transport ist frei. Sie werden im PH1 untergebracht und verköstigt. Und als Honorar kriegen Sie Bonuspunkte. Was heißt das? Wenn Sie den Auftrag für uns übernehmen und erfolgreich durchführen, werde ich meinem Kollegen im Amt für freie Berufe Anweisung geben, Ihnen eine Lizenz für 2017 auszustellen. Im Zuge der Amtshilfe. Einverstanden? Einverstanden, sagte ich. Nicht mit Begeisterung. Aber was blieb mir übrig? Besser eine Stippvisite in PH1 mit Rückkehrgarantie, als demnächst für immer dorthin. Herr Jonas, ich freue mich. Nur Jonas reicht. Und wie heißen Sie? Oder muss ich weiter Frau Prekariatsoberrätin Sakalauskas sagen? Carmen. Das klingt doch viel hübscher als Sakalauskas. Und passt besser zu Ihnen. Also, Carmen, wie geht's jetzt weiter? In der nächsten Stunde schicke ich Ihrem Computer zu, was Sie brauchen werden. Die Pläne von PH1, Organisationsstruktur etc. etc. Und natürlich Ihr offizielles Überstellungsdokument. Das zeigen Sie in unserem Busbahnhof vor. Sie wissen wo? Die frühere Räuber-Truckstation am südlichen Stadtrand, kenne ich. Gut. Heute Nacht um 11 fährt der Prekariatsbus nach PH1 ab. Seien Sie pünktlich. Heute noch? So eilig haben Sie's. Je eher Sie fahren, Jonas, desto eher sind Sie zurück. Sie werden mir persönlich Bericht erstatten. Ich freue mich darauf. Viel Glück, Jonas. Als ich nach Hause kam, hockte Sam auf dem Tisch und schmollte, weil ich ihn nicht mitgenommen hatte. Und weil ihm der neue Auftrag überhaupt nicht gefiel. Scheißspiel, euer Ehren. Raus in die Wildnis zu den Gitzpurholz. Und was kommt raus? Ne? Nix. 0, gar nix. Kein müder Euro, kein blasser Cent. Bonuspunkte, Sammy. Damit Jonas in Babylon bleiben kann. Und weiterarbeiten. Hör auf zu nöseln. Hast du das Material von der Prekariatsverwaltung? Hab ich. Druck das Überstellungsdokument aus und dann hilf mir bei den Vorbereitungen. Was zieh ich an? Ja, weiß schon, Gnefrau. Prolluniform. Jogginganzug aus billigem Plastik und ein hoffnungsloser Ausdruck in den Augen. Okay, Anzug wird geordert, Ausdruck wird geübt. Was brauche ich noch? Na, Sam natürlich, indem dass mein Jonas ohne denselben nichts weiter ist denn ein tönend Erz, beziehungsweise eine klingende Schelle. Wie dem auch sei, so wie du bist als Handgerät, kann ich dich jedenfalls nicht mitnehmen. Was? Das würde bei dem Polz auffallen. Geklaut würde es auch. Sammy, du wirst verkleinert. Oh nein, nicht wieder als Zahn in meines Jonas Mund. Oh no, 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 no way. D'accord, d'accord. Ich habe heute noch Kopfschmerzen, wenn ich dran denke. Fall Strafkolonie, vor 3,5 Jahren. Ich lasse dich auf Kugelschreibergröße schrumpfen. Ein so gigantisch Hirn in einem winzigen Stift? Muss dies denn wirklich sein? Es muss, Sam. Was brauchen wir aus der Hausapotheke? Ein Röllchen Exalt wäre dringlich zu empfehlen. Als Gegenmittel. Bekanntlich wird in PH1 Speis und Trank so allerlei zugesetzt. Lithium zur Ruhestellung, steril zur Erschwerung der Fortpflanzung. Also Exalt. Eine Waffe. Ist mein Laser aufgeladen? Oh, warum nicht gleich eine Feldhaubitze, Herr General? Einfuhr von Feuerwaffen in PH1 strengstens verboten, aber auch allerstrengstens. Ohne seinen Laser und seine alte Smith & Wesson Detective Special fühlte Jonas sich nackt. Aber ein paar Tage würde es gehen. PH1 war kein sehr gefährliches Pflaster, nicht wie das Niemandsland oder das Reservat, dachte ich und lag voll daneben. Der überfüllte Prollbus rumpelte durch die nächtliche Wildnis. Über eine Piste voller Steine und Schlaglöcher. Der Innenraum war dunkel.
Die Passagiere hockten stumm auf den harten Bänken, sahen aus dem Fenster, starrten vor sich hin. Die meisten schliefen. Auch die Kinder, die zu Beginn der Fahrt noch kreischend herumgerannt waren. Jonas machte die Augen zu. Er wusste, wie es draußen aussah. Totes Land in toten Farben. Vergiftet und zerstört für immer. Jonas schlief. Früh am Morgen waren wir da. Der Bus hielt neben einer grau-roten, leicht abgerundeten Betonwand, die bis in die Wolken ragte. Willkommen in PH1. Wir trotteten durch das einzige Tor in der Wand. Dahinter ein breiter Gang mit vielen offenen Türen. Jonas ließ sich durch eine der Türen treiben, in einen Empfangsraum. Dem Typ hinter dem Schreibtisch zeigte er sein Überstellungsdokument. Alles klar, Genosse. Hier sind deine Gutscheine. Die kannst du in den PH-Läden im ersten Untergeschoss einlösen. Oder in den Kneipen, gleich daneben. So, und jetzt kriegst du noch deinen Wohnchip. Single? Soweit ich weiß. Kleinkapsel 295-719. Der nächste. Wo ist das? Wie komme ich da hin? 295. Stock, ganz oben. Soll mir recht sein. Wo ist der Fahrstuhl? Fahrstuhl? Kaputt. Dann hätte ich lieber eine Wohnkapsel weiter unten. Und ein paar Kulis zum Hochtragen, was? Mein Gott, Genosse, du bist doch noch knackig. Treppensteigen ist gesund und denk doch mal an die tolle Aussicht. Der nächste. Der Typ vom Empfang sah nicht nach öffentlichem Dienst aus. Eher irgendwie militärisch. Outfit in Tarnfarben. Stirnband. Zottelbart à la Fidel. Und eine gut geölte Kalaschnikow in der Armbeuge. Ein Söldner? Ein durchgeknallter Bürokrat? Darüber dachte ich nach, als ich nach oben stieg. Ich hatte viel Zeit. Gut 4 Stunden. Ein durchtrainierter Treppenläufer wäre schneller gewesen. Jonas war in Form. So einigermaßen. Aber kein Treppenläufer. Eine halbe Stunde kam noch drauf. Ausruhen. Und Finden der Wohnkapsel. Mit meinem Chip öffnete ich die Metalltür. Und wunderte mich. Die Kapsel war besetzt. Hi, Kumpel. Da bist du ja endlich. Hast dir mächtig Zeit gelassen, ne? Besser spät als nie. Das ist doch Kapsel 295-719. Aber genau, Kumpel. Und? Das ist meine Kapsel, Kumpel. Raus! Deine Kapsel, Kumpel? Klar ist das deine Kapsel. Aber weißt du was? Du brauchst keine Kapsel mehr. Ach ja. Verschwinde, Kumpel. Aber ganz schnell. Immer mit der Ruhe, Kumpel. Erst muss ich meinen Job erledigen. Dann schmeiß ich dich raus. Glaubst du, du schaffst das? Ja! Noch so ein Durchgeknallter. Kein typischer Proll. Er trug einen Overall aus silbergrauer Ballonseide. Auf der Brust ein Logo. 2x der Buchstabe C in schwarz. Was sollte das heißen? Möchtest du wissen, Kumpel, was? Alarm, tati-tata, Feind greift an! Wo, Sammy? Na wo, ging er hinter dir, du Traumtänzer? Ein hinterlistiger Hinterhalt! Dreh dich um! Durch den Flur kam der Zwilling des Typs in der Kapsel. Silberner Overall, CC auf der Brust. In der rechten ein Laserstrahler. Das machte mir Sorgen. Noch mehr Sorgen machte mir der Typ in der Kapsel, weil er auch einen Laser zog. Jonas musste was unternehmen, dringend. Ich machte einen großen Schritt in die Kapsel und zog die Tür hinter mir zu. Gleichzeitig ein schulmäßiger Thai-Kick gegen die rechte Hand des Besetzers. Sein Laser flog durch die Luft und verschwand hinter der Pritsche. Sein Besitzer tauchte ab und grabbelte. Ich nahm den Stuhl und zerlegte ihn auf seinem Kopf. Er legte sich zur Ruhe. Gut so. Ich griff mir den Laser und verriegelte die Tür. Gerade noch rechtzeitig. Typ Nummer 2 war da. Und trat gegen die Füllung.
Hier ist unseres Bleibens nicht länger, o Gefährte meiner Jugend. Du hast ja so recht, Sammy. Hier drin ist es eng. Die Luft ist schlecht und der draußen will mich killen. Noch nicht lange mehr. Und es wird ihm einfallen, dass er im Besitz eines Laserstrahlers ist. Und dann wird er beginnen, die Tür zu demolieren. Will sagen, mein Meister hat nur noch ganz einige wenige. Einige ganz wenige? Egal, Minuten, sich vom Acker zu machen. Wohin, Sam? Und wie? Durch die Wand geht's nicht raus. Fenster? Nicht zu öffnen. Und die Scheibe. Stabil. Bruchsicher. Mit Handfuß oder Stuhl ist das Glas nicht knackbar, euer Merkwürden. Mit einem Laser jedoch. Denn siehe, auch wir haben einen solchen. Gute Idee. Ich laserte ein Loch in die Scheibe. Gerade groß genug für einen schlanken Jonas. Der kroch durch und wartete draußen. Beide Füße auf einem schmalen Sims. Linke Hand am Fensterrahmen, rechte mit dem Laser in Augenhöhe. Durch die kaputte Tür stolperte der zweite Typ. Ehe er die Lage peilen konnte, drückte ich ab. Er fiel auf seinen Zwilling und blieb liegen. Sagen Sie mal, Herr Oberförster, ist das nicht eine wunderbare Aussicht? Atemberaubend geradezu. Oh, die Wildnis, eine Symphonie in Rot und Grau und Gelb und Schwarz. Auch nicht das kleinste bisschen Grün stört den erhabenen Gleichklang. Unser heißgeliebtes Babypsilon als Schmuddelfleck am Nordhorizont. Rechts die Superkräne über den Baustellen von PH2 und PH3. Ist es nicht bonfortionös? Oh, dass unser einer malen könnte. Genau, was ich jetzt brauche, Sam. Ich hänge außen an PH1, in einer Höhe von 600 Metern, mindestens. Der Wind pfeift und du sülzt mir die Ohren voll mit der schönen Aussicht. Die kannst du dir sonst wohin stecken. Arschgeige, Banause, Dumpfbacke, Unästhet. Ich will hier weg. Ich will rein. Ich bin keine Fliege. Bleib auf dem Sims, Chef. Ja, und jetzt langsam nach rechts. Ganz langsam. Ganz ruhig. Nicht nach unten sehen. Oh Gott, mir wird schlecht. Jonas krabbelte seitwärts. Immer an der Wand lang. Extrem vorsichtig. Die Füße rutschten zentimeterweise über den Sims. Die Hände krallten sich in die Wand. Hinter den Fenstern, die ich passierte, massenhaft Prolls, stumpfsinnige Glotzer, neugierige Nasenquetscher, wie im Aquarium. Dann war ich da, wo ich hin wollte. Am Regenrohr. Up, up and away! Oder wie die alten Römer sagten, Excelsior! Steig, mein Jonas, ja. Steig! Steige ja. Hoch, du roter Adler! Oh. 296. Stock! 297. Oh. 298. Oh. 299. Oh. 300. Und da verließen sie uns. Oder wie die alten Römer sagen, non plus ultra. Das heißt Sense, Ende der Fahnenstange. Ich wollte aufs Flachdach, aber das ging nicht. Es sprang zu weit vor. Ein professioneller Akrobat hätte es geschafft, vielleicht. Jonas war bestenfalls Amateur. Was jetzt? Ausruhen. Wäre schön gewesen, ging aber auch nicht. Der Typ im silbernen Overall war zu sich gekommen und steckte seinen unschönen Kopf aus meinem Fenster. 5 Stockwerke tiefer. Ich hielt mich mit dem Pobacken fest und mit einer Hand. Mit der anderen zog ich meinen Laser aus dem Gürtel und schoss. Ich traf nicht, aber der Typ verschwand. Soweit okay. Richtig weiter half mir das aber auch nicht. Plötzlich baumelte was vor meinem Gesicht. Ein Seil. Von oben. Vom Dach. Halt dich fest. Wir ziehen dich rauf. Halleluja. Wenn die Not am größten, nicht Gottes Hilfe am nächsten. Nicht wahr, Monsignore? Schnapp dir das Seil, Mensch. Oder willst du hier überwintern? Lieber nicht. Ich griff zu. Erst mit einer Hand, dann mit der zweiten. Und wurde aufs Dach gezogen. Über den Vorsprung. Das war schwierig. Weh tat es auch, wegen der Abschürfungen. Aber schließlich stand Jonas oben und sah, wer ihn gerettet hatte. Ein blonder Hühne. Er hatte sich das Seil um die rechte Schulter gewickelt. Den linken Arm hielt er unter einem bunten Tragetuch, das er sich um den Hals geknotet hatte. Und in dem Tuch ein Kind, ein Mädchen. Nein, eine junge Frau.
schwarzhaarig. Sie trug eine Brille und ein rotes Tanktop. Mehr brauchte sie nicht. Sie hatte weder Arme noch Beine. Ein Torso. Willkommen auf dem Dach, Fremder. Danke. Gut, dass wir dich gesehen haben. Ist das hier oben nicht schön? So ruhig. Die anderen kommen nicht drauf, weil sie Angst vor Hautkrebs haben. Wir haben vor nichts Angst, weil wir schon alles mitgemacht haben. Ich bin Mira, Miss Landmine Kosovo 2015. Mein Freund und Helfer heißt Ruslan, Mr. HIV Russische Föderation 2014. Aber inzwischen geht's ihm viel besser. Nicht, Ruslan? Ein seltsames Paar, aber nicht unsympathisch. Schon weil sie Jonas hochgezogen hatten. Sie redete, er schwieg. Und überließ ihr alles, offenbar auch das Denken. Wie war Jonas an die Außenwand unterm Dach geraten, wollte Mira wissen. Zwei Killer sind hinter mir her, sagte ich, in silbernen Overalls, mit einem schwarzen Doppel-C auf der Brust. Killer? Bei uns in PH1? Unerhört. Dagegen muss was unternommen werden. Ruslan, wir fahren gleich runter ins Zentralbüro und melden die Sache. Du kommst mit, Fremder. Jonas. So heiße ich, nur Jonas. Sag mal, Mira, ist das Zentralbüro nicht ganz unten? Im Erdgeschoss? Genau. Zum Fahrstuhl, Ruslan. Der ist doch kaputt. Ach was. Das erzählen Sie den Neuankömmlingen. Die Fahrstühle sind nicht für jeden. Nur für besondere Bewohner. Wir haben einen Chip, Ruslan und ich. Sch, da kommt einer der Killer. Er war aus einer Tür aufgetaucht, etwa 100 Meter entfernt. Ein alter Bekannter, silbergrau und schwarz. Ich hob den Laser, aber ehe ich abdrücken konnte, schlug Ruslan mir den Arm hoch. Nicht gleich schießen, Jonas. Wir machen das hier anders. Bring mich zu ihm rüber, Ruslan. Jonas, du wartest hier. Jonas sah aus der Ferne zu, wie Mira mit dem Silberoverall redete. Der hörte zu, zuckte die Achseln, drehte sich um und verschwand durch die Tür. Sehr merkwürdig. Ansonsten lief es gut, für Jonas und seinen Auftrag. Wir waren im Fahrstuhl unterwegs zum Zentralbüro, wo der PH-Chef residierte. Prekariatsrat Arnold. Oder doch nicht? Arnold gibt's nicht mehr, Jonas. Wir haben ihn vor 4 Tagen abgeschafft. Abgeschafft? Was heißt das? Revolution heißt das, Genosse Jonas. Aufstand der Unterdrückten und Entrechteten. Es lebe die Revolution. Es lebe die Stadtguerilla. Sieh an. Die Stadtguerilla steckt also dahinter. Jawohl. Wir haben die Führung der ausgebeuteten Massen übernommen. Unsere Erfahrung eingebracht. Unseren revolutionären Elan. Weißt du, Jonas, du hast ja keine Ahnung, wie es in PH1 zuging. Arnold hat regiert wie ein König, wie ein Diktator. Mit seinen Gorillas hat er alle terrorisiert. Von jedem Gutschein nahm er Prozente. Jedes Privileg, Urlaubsscheine für Babylon, Fahrstuhlbenutzung, ließ er sich bezahlen. Keine hübsche Frau war vor ihm sicher. Wer nicht tat, was Arnold wollte, dem ging's schlecht. Und Arnolds vorgesetzte Dienststelle? Die Prekariatsverwaltung in Babylon? Hatte keine Ahnung. Oder interessierte sich nicht für das, was in PH1 los war. Wie auch immer. Jetzt hat die Stadtguerilla die Macht übernommen. Seit Monaten haben wir unsere Leute eingeschleust. Wir haben Schlüsselpositionen besetzt. Der Typ im Empfang mit der Kalaschnikow. Einer von uns. Eine neue Zeit bricht an für PH1, Genosse Jonas. Eine bessere Zeit. Schön wär's. Was ist mit Arnold passiert? Revolutionäre Gerechtigkeit. Es war nicht leicht, ihn in unsere Gewalt zu bekommen. Er war umgeben von Leibwächtern. Und auf der Monitorwand im Zentralbüro konnte er praktisch in jeden Winkel von PH1 gucken. Aber er machte den Fehler, sich eine von uns ins Bett zu holen. Und da kriegte er eine andere Art Nahkampf, als er sich vorgestellt hatte. Wir haben ihn und seine Leute vor ein revolutionäres Tribunal gestellt und abgeurteilt. Sie wurden aufs Dach gebracht und mussten durch ein Spalier wütender Prolls Spießruten laufen. Alle wollten mal zuschlagen oder zustechen. Hast du oben nicht die Blutlachen gesehen?
Ja, und dann haben wir sie vom Dach geworfen. 300 Etagen. Bis er unten ankommt, hat der Mensch viel Zeit, in sich zu gehen. Das Zentralbüro von PH1 war so groß wie ein Fußballfeld, Hallenfußball. Kein Fenster. Eine Längswand bestand nur aus Monitoren. Davor ein Stadtguerillero am Schaltpult. Schräg im Raum ein riesiger Schreibtisch. Sah aus wie Echtholz. Und im Sessel dahinter eine Frau, die ich kannte. Carla. Jonas? So sieht man sich wieder. Du bist also immer noch Chefin der Stadtguerilla. Generalsekretärin des Politbüros, ja. Ich dachte, du hättest dich in Südamerika zur Ruhe gesetzt. Mit der Tasche voller Diamanten, die du mir auf dem Traumschiff geklaut hast in der Karibik. Vor über einem Jahr. Ja, die Diamanten. 100 Millionen Euro. Alle ausgegeben für die Weltrevolution. Hast du noch immer nicht genug vom Revolutionsgeschäft, Carla? Das ist kein Geschäft, Jonas. Das ist eine Aufgabe. Eine Lebensaufgabe. Wenn du meinst. PH1 ist nur eine Zwischenstation. Morgen ist Babylon dran. Und dann die ganze Welt, oder? Du warst schon immer ein Skeptiker, Jonas. Einer, der am Rand steht und Witze macht. Wir haben was vor. Sehr bald. Ein ganz großes Ding. Und dann wird man sehen, die Stadtguerilla lebt noch. Und wie? Es lebe die Revolution. So eine Scheiße. Viva! Mira ist meine beste Helferin. Ein tolles Organisationstalent. Und clever. Kommen wir zu dir, Jonas. Was suchst du in PH1? Ha? Wer schickt dich? Niemand, sagte Jonas. Ich wohne hier. Babylon hat mich rausgeschmissen, als Proll. Reiner Volksrentner, ohne zusätzliches Einkommen. Armes Schwein. Bringt dein Detektivgeschäft nichts mehr ein? Nicht genug. Du bist zu anständig, Jonas. Das war schon immer dein Fehler. Was sollen wir jetzt mit dir machen? Ne? Mira und Ruslan, durchsucht ihn. Ein Laser, Gutscheine, Chip für Wohnkapsel, billiger Kugelschreiber, Kleinpackung Exalt, ein paar Centmünzen. Kein Kleincomputer? Nein. Was hast du mit Sam gemacht, Jonas? Verschrottet. Er wurde immer unzuverlässiger, machte nur noch Fehler. Er ruhe in Frieden. Irgendwie mochte ich die kleine Nervensäge. Wir sollten Jonas liquidieren, Carla. Charmant. Ich weiß nicht. Eine Vorsichtsmaßnahme, damit er unser Projekt nicht stört. Nein. Wir werden dich einsperren, Jonas. Nur ein paar Stunden. Bis unser Ding gelaufen ist. Die Gefängniszellen lagen ganz unten, im dritten Untergeschoss, neben den Versorgungsanlagen, den Generatoren, der Abwasseraufbereitung, der Ventilation und so weiter. Das Loch, in das sie Jonas steckten, war winzig. Meine Wohnkapsel war dagegen eine Villa. Ein Eimer, eine harte Pritsche für einen Zwerg. Das war's. Ich hatte nicht vor zu bleiben. Nicht mal ein paar Stunden. Es wurde Zeit, den Kugelschreiber ins Spiel zu bringen. Der war sauer. Unzuverlässig, hat er gesagt. Mein einer und einziger Jonas. Wortwörtlich. Oh, welche Schmach. Mein Gott, Sam, ich hab gelogen. Damit Carla nicht weiter nach dir suchen lässt. Los an die Arbeit. Was läuft hier? Unzureichende Daten hochwürden. Was für ein Ding haben Carla und die Stadtguerilla vor? Unzureichende Daten, Eminenz. Dann müssen wir sie uns besorgen. Die Daten. Das heißt, wir brechen aus. Frage wie. Fenster gibt's nicht. Tür geht nicht. Kein Laser mehr. Aha. Oben an der Decke. Ein Gitter. Was ist das, Sam? Du hast doch den Bauplan von PH1 Indus. Was ist das für ein Gitter? Mein Gitter für ein Gitter, das geht unter der Belüftungssystem, Euer Heiligkeit. Na bitte. Jonas stieg auf den umgedrehten Eimer, drehte zwei Schrauben raus. Mit einer 10-Cent-Münze, nahm das Gitter ab. Schlangenmensch Jonas passte gerade so durch. Dann schlängelte ich mich durch einen Querstollen bis zu einem vertikalen Schacht.
Den turnte ich hoch, ins zweite Untergeschoss, wo ich Stimmen hörte. Jonas ist Detektiv, das heißt neugierig, von Berufswegen. Ich robbte in die Richtung und landete über einem großen Schlafsaal. Viele Feldbetten, belegt mit dunkelhäutigen Frauen und Männern. Alle apathisch, offenbar chemisch ruhig gestellt. Sie starrten stumpf vor sich hin, wie Zombies. An der Tür stand Carla. Sie sprach mit einem Mann, hochgewachsen, bärtig, dunkelhäutig, aber nicht apathisch. Sag ihnen, sie sollen sich bereit machen. In einer Stunde werden sie abgeholt und zum Bus gebracht. Hier sind die Urlaubsscheine. Damit kommen sie ganz offiziell nach Babylon. Am Busbahnhof wird die Stadtgeria sie übernehmen und auf die festgelegten Ziele verteilen. Alles klar? Carla ging. Zwei Stadtguerilleros warteten vor der Tür und begleiteten sie durch den Flur. Jonas folgte, oben im Belüftungsstollen, ein paar Meter zurück. Und darum sah er sie vor Carla und ihren Leuten, zwei Typen in silbergrauen Overalls, Doppel-C auf der Brust. Sie tauchten plötzlich aus einem Seitengang auf, zielten kurz mit ihren Lasern und erschossen Carlas Leibwächter. Dann nahmen sie Carla ins Visier. Das konnte Jonas nicht zulassen. Durch das Gitter unter sich brüllte er: Hände hoch! Die Typen zuckten zusammen, drehten sich um. Eine Sekunde, genug für Carla. Ihr Laser zischte zweimal. Die Typen fielen um und blieben liegen. Jonas hatte indessen seine 10 Cent aktiviert und das Gitter abgeschraubt. Dann ließ er sich in den Flur fallen. Jonas! Wie kommst du hierher? Ach, weißt du, Carla, in kleinen Löchern kriege ich Platzangst. Danke. Danke? Danke, Jonas. Du hast mir das Leben gerettet, hättest du sagen sollen. Was sind das für Kerle, die Silbergrauen? Keine Ahnung. Jedenfalls wollten sie dich umbringen, Carla. Und mich vorhin auch schon mal. So? Ich habe jetzt keine Zeit, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Klar, dein großes Projekt. Du willst Selbstmordattentäter nach Babylon einschleusen. Woher? Ach, natürlich. Du hast sie gesehen. Im Schlafsaal. Jawohl, Jonas. Wir bringen sie nach Babylon. Ins Zentrum der Unterdrückung und der Ausbeutung. Wir von der Stadtguerilla haben viele Jahre dagegen gekämpft, ohne Erfolg. Aber jetzt haben wir uns mit der orientalischen Befreiungsfront zusammengetan. Gemeinsam werden wir Babylon einen nachhaltigen Schlag versetzen. Nach dem letzten Mauerdurchbruch sind sie aus der Drittwelt zu uns gekommen. 100 wandelnde Bomben, 100 Fanatiker unter Drogen, voll bis zur Halskrause mit Super Semtex. Überall, wo es möglich ist, in Magen und Darm, unter der Haut, in den Muskeln, im Fettgewebe ist Sprengstoff eingelagert. Heute Abend werden wir sie in Babylon verteilen. Die Stadtguerilla hatte eine lange Liste. Das Rathaus sollte hochgehen. Die Sicherheitsverwaltung. Superkran Atlas. Das Chips-Hochhaus und das Mox-Center. Der Turm zu Babel natürlich. Und sogar das Kulturministerium am Van Dusenplatz. Unter anderem. Heute um Mitternacht, pünktlich zum Jahreswechsel, drückt jemand von uns in unserem geheimen babylonischen Hauptquartier auf den roten Knopf. Guten Rutsch, Babylon. Prosit Neujahr 2017. Jonas fand das alles gar nicht gut. Das wusste Carla. Sie hielt mir ihren Laser vor die Nase und nahm mich mit ins Zentralbüro, wo Mira und Ruslan warteten. Mira, wir haben ein Problem. Jonas weiß Bescheid. Auch wenn er hier und da mit uns sympathisiert, im Grunde ist er ein inkonsequenter Kleinbürger und wird versuchen, uns zu hindern. Aus der Zelle bist du ausgebrochen. Daher wirst du jetzt unter strenge persönliche Bewachung gestellt. Mira und Ruslan, ihr bringt ihn nach nebenan und passt auf ihn auf. Um Mitternacht lasst ihr ihn frei. Nebenan, das war ein kleiner Raum mit einem Sofa, einem Tisch und diversen Sesseln, eine Art Konferenzzimmer. Ruslan fesselte Jonas, sehr professionell, sehr gründlich, Arme nach hinten, Ober- und Unterschenkel zusammen. Schlecht für die Durchblutung, aber handlich. Ruslan legte mich auf dem Sofa ab, setzte sich mit Mira in einen Sessel, zog seinen Laser und passte auf.
Die Zeit verging. Ruslan und Mira wirkten müde. Manchmal machten sie sogar die Augen zu. Warum auch nicht? Jonas konnte nicht weglaufen. Jonas konnte überhaupt nichts tun. Aber da war ja noch Sam. Der Kugelschreiber in meiner Brusttasche. Der tat was. Er ging auf Wanderschaft. Just. Hey! Sammy, was ist? Na komm näher, lass den Kopf hängen. Was glaubst du, was Sam entdeckt hat? Entdeckt? Wo? In Miras Computer. Ruslan trägt ihn in seiner Hosentasche spazieren. Und? Ach, minderwertiges Modell. Praktisch Analphabet, der Kollege, falls man ihn so nennen kann. Der letzte Husten. Nein, der, nicht du. Dennoch und trotz alledem ist Sammy mal reingewandert. Ja, ach, was tut ein kleiner, wackerer Computer nicht alles für seinen innigst geliebsten Herrn? Und was, o Wonne meines Herzens, was habe ich gefunden an jenem finsteren Ort? Sag's schon, Sammy, komm zu Potte. Erstens eine umfangreiche Geheimdatei, betitelt CC. Ach was, kannst du sie knacken? Oh, Sam knackt alles, das weißt du doch. Dürfte jedoch etliche Stündlein dauern. Zu viel. Und zweitens? Zweitens, ein höchst präziser Plan von PH1, ganz wie der in Sam abgespeicherte. Mit einem entscheidenden Unterschied, genauer mit 100 entscheidenden Unterschieden. Denn dies, o Scheich, ist die Anzahl der roten Kreuze, welche überall im Plan angebracht sind. Ein Demolitionsexperte, und ist Sammy nicht ein Experte in jedweder Kunst, jedweder Wissenschaft, erkennt sofort, Sprengladungen, angebracht an den kreuzweise markierten Punkten, würden ganz PH1 zum Einsturz bringen. Was sollte das nun wieder bedeuten? Jonas hatte so eine Ahnung. 100 Kreuze, 100 Attentäter. Ich gab Sam einen Auftrag. Er sollte den Hauscomputer kontakten und die Intercom-Leitung zwischen Zentralbüro und Konferenzraum aktivieren. So konnte Carla hören, was hier gesprochen wurde. Hoffentlich war sie an ihrem Schreibtisch. Das wäre gut. Für sie, für Jonas und für 900.000 Polz in PH1. Alles Weitere hing von Jonas ab. Er musste Mira die Würmer aus der Nase ziehen. Das ging besser als erwartet. Jonas fiel vom Sofa. Mira wachte auf. Oh, runtergefallen. Selber schuld. Jetzt kannst du da liegen bleiben. Mir ist langweilig. Na und? Uns auch. Spielen wir ein Spiel. Spielen wir Fragen und Antworten. Ich fange an. Meine erste Frage lautet, wer oder was ist CC? Keine Antwort, auch gut. Nächste Frage. Warum wollt ihr beiden Carlas wandelnde Bomben dazu benutzen, PH1 in die Luft zu sprengen? Ich weiß nicht, wie du das rausgekriegt hast, Jonas. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Du bist eine Leiche auf Urlaub. Sobald Carla ausgeschaltet ist, bist du dran. Warum sollte ich dir also nicht deine Fragen beantworten? CC steht für Club Caligari. So benannt zu Ehren der seligen Frau Professor Caligari. Du kanntest sie, Jonas. Du hast ihre Pläne vereitelt und sie schließlich umgebracht. Das lag schon mehr als 6 Jahre zurück. Fall Testmarkt, Fall Schlachthaus, Fall Kidnapper. Caligari hatte sich auf ein Thema konzentriert – die Reduzierung der Überbevölkerung durch Reduzierung der Bevölkerung. Mit zugegeben noch recht kruden Methoden. Wir vom Club Caligari haben sie erheblich verfeinert. Wer ist Mitglied in diesem Club? Du, nehme ich an. Ruslan. Wir sind stolz darauf. Obwohl wir nur Rädchen im Getriebe sind. Club Caligari ist eine extrem geheime Organisation, der die Spitzen von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in Babylon angehören. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, das Prekariat zu beseitigen. Eine viel zu große Schicht nutzloser Fresser, die nur öffentliche Gelder verschlingen und nicht zum Sozialprodukt beitragen. Der CC erfuhr von Carlas Projekt Prosit Neuer Babylon. Der Geheimdienst, der die Stadt Geria seit langem beobachtet, hat uns informiert. Ja, hier bot sich uns eine geradezu ideale Möglichkeit, Prolls in großer Menge zu eliminieren.
und die Urheberschaft der Stadt Guerilla und orientalischen Fanatikern in die Schuhe zu schieben. Genial. Nicht wahr? Meine Wenigkeit hat den Plan ausgearbeitet. Ich habe Carla vorgeschlagen, die lebenden Bomben in PH1 zu lagern. Demnächst, das glaubt die gute Carla, wird ein Bus sie nach Babylon bringen. Doch in Wahrheit wird dies geschehen. Unsere Leute, die wir hier versammelt und in den Untergeschossen versteckt haben, in Lagerräumen, die nicht videoüberwacht sind, werden Carla und die Stadt Guerrieros töten und dann die Selbstmordattentäter nach Plan im Gebäude verteilen. Und wenn um Mitternacht ein ahnungsloser Typ in Babylon auf den Knopf drückt... Bumm. Aber nicht für Babylon. Für PH1. Genial. Du wiederholst dich, Jonas. Die Typen in Silbergrau. Eure Leute? Exakt. Wir haben vom Geheimdienst erfahren, dass die Prekariatsverwaltung dich angeheuert hat, Jonas. Und da haben wir gleich zwei Killer auf dich angesetzt. Dann verstehe ich nicht, wieso du mich gerettet hast, Mira. Vorhin auf dem Dach. Eine Laune. Wollte sehen, was du für einer bist. Wusste ja, wir würden dich kriegen. Jederzeit. Wann immer wir es wollen. Was ist los? Keine Ahnung. Mira konnte nicht mehr reden. Jonas auch nicht. Und obwohl ich mich bemühte, die Augen offen zu halten, sah ich nichts. Nur Schatten, die immer dunkler wurden. Immer größer. Ich verlor das Bewusstsein. Ich wachte auf, mit einem Brummschädel. Aber ich konnte mich bewegen. Die Fesseln lagen zerschnitten auf dem Boden. Mira und Ruslan waren nicht mehr da. Ich hinkte rüber ins Zentralbüro. Leer. Carla und ihre Leute. Alle weg. Ich sah auf die Monitorwand. Die orientalischen Attentäter waren auch verschwunden. Die silbergrauen CC-Typen waren noch da. Allerdings mausetot. Das sah ich nicht auf einem Monitor. Das sagte mir Sam. Der war auch noch da. Ein Tusch, Herr Kapellmeister. Trara! Ein bisschen Gas bringt Sam nicht um. Gas? Ja, Giftgas. Durch Carla in die Lagerräume geleitet. Nachdem sie euer Gnadengespräch mit Miss Mira vernommen hatte. Menschen sind ja so fehlbar, so schwach, so unzulänglich. Eine Prise Giftgas und sie waren einmal... Computer dagegen sind stark, ohne Fehl und Tadel. Hör auf, dich in die Hühnerbrust zu werfen, Sammy. Erklär mir lieber, wieso ich noch lebe. Carla hat doch sicher auch ins Konferenzzimmer Gas eingeleitet. Hat sie, Herr Kammerjäger. Jedoch kein tödliches Gift, vielmehr ein sanftes, freundliches Betäubungsgäslein. All dieweil besagte Dame in ihrem schwarzen, terroristischen Herzen... bekanntlich stets ein winziges, warmes Plätzchen hat für einen gewissen Detektiv, Nespa? Mag sein. Carla ist also weg, mit ihren lebenden Bomben, im Bus unterwegs nach Babylon. Wie spät, Sammy? Mit dem Gongschlag ist es 19 Uhr 23 Minuten. Wir müssen hinterher, Sammy. Sie aufhalten. Wie? Gibt's noch einen Bus? Mit Neffen, mit Nichten. Wir fliegen, Kommandante, gegen England. Sieh auf den Monitor.
Im kreisförmigen Innenhof landete ein Helikopter. Silbergrau. Schwarzes Doppel-C am Rumpf. Kein Zwei-Personen-Winzling. Ein großes Gunship, bestückt mit Raketen und zwei schweren MGs. Schneller geht's nicht, Genosse. Ich vermute, der Helikopter soll die Typen vom Club Caligari abholen, bevor hier alles in die Luft geht. Zwei Piloten, die müssen wir ausschalten. Null Problemo. Wir gehen nach unten. Da liegen genug CC-Uniformen herum. Wir suchen uns einen Typ, der eine ähnlich maskuline Statur aufzuweisen hat wie mein Jonas, und ziehen ihn aus, nehmen seinen Laser und dann... Hiya Safari! Minuten später startete der Helikopter mit neuen Piloten und flog in die Wildnis, immer der Piste nach, Richtung Babylon. Es war schon ziemlich dunkel, als ich ihn sah, den Bus, ein Stück voraus. Ich überholte ihn, knipste den Scheinwerfer an und knallte ihm eine Rakete vor die Motorhaube. Der Bus hielt. Jonas nahm über sein Bordradio Verbindung mit Karl auf. Jonas! Wie kommst du in diesen Helikopter? Erzähl ich dir vielleicht ein andermal. Jetzt haben wir keine Zeit. Was willst du? Dein Projekt ist gestorben, Carla. Du wirst den Bus wenden und mit den lebenden Bomben in die Wildnis fahren. Immer weiter, bis ich Halt sage. Verstanden? Und wenn ich mich weigere, wenn ich weiter Richtung Babylon fahre? Dann setze ich die nächste Rakete direkt in den Bus. Und alle gehen hoch, auch du und deine Stadt, Guerillieros. Das muss nicht sein. Gut, wir wenden. Und dann fährst du nach Südosten, dem Helikopter nach. Weit weg von Babylon und von PH1. Verstanden. Noch was, Carla. Falls du vorhast, euren Knopfdrücker in Babylon zu erreichen, lass es. Sam war in deinem Computer und hat die Verbindung gekappt. Eine halbe Stunde vor Mitternacht ließ ich den Bus halten, in einem Felsental, wo er keinen großen Schaden anrichten konnte. Carla und ihre Leute durften aussteigen. Die Selbstmordattentäter blieben im Bus. Der Helikopter schwebte über der Szene. 10 Meter oder so. Jonas behielt alles im Auge. Was ist mit Mira und Ruslan? Die Verräter? Sie sind noch im Bus. Steigen sie nicht aus? Können nicht. Wir haben Russland die Beine gebrochen. Auch gut. Und jetzt lauft! Ihr habt einen mühsamen Weg vor euch. Durch die Wildnis. Könntest du mich nicht im Helikopter mitnehmen, Jonas? Könnte ich, aber ich will nicht. Als ich das letzte Mal mit dir im Helikopter flog, musste ich abspringen in die Karibische See. Lauf du nur! Eine lange Wanderung fördert die Gehirntätigkeit. Und das hast du nötig. Danke. Keine Ursache! Beeilt euch! Es ist jetzt, Sam! 23 Uhr und 49 Minuten. Du weißt ja, was hier demnächst passiert, Carla. Carla und Gefolge verschwanden zwischen den Felsen, so schnell sie konnten. Jonas stieg auf 300 Meter und ließ den Helikopter über dem Bus kreisen. Bis 12:03. Dann flog ich ab. Richtung Babylon. Mit Vollgas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Zorro! Happy New Year, Boss! Tolles Feuerwerk, was? Turmhohe Flammen hinter uns. Der Sternenhimmel wurde ausgelöscht durch eine gigantische schwarze Wolke. Ich fühlte mich nicht gut. 100 lebende Bomben waren in Feuer und Rauch aufgegangen. Mira und Ruslan auch. Aber was hätte ich anderes tun können? Außerdem hatten sie es so gewollt und verdient sowieso. Ich war müde und kaputt. Jonas ist nicht mehr 20, auch nicht mehr 30 oder 40. In den letzten 24 Stunden hatte ich kaum geschlafen, nichts gegessen. Stattdessen ein intensives Sportprogramm,
Treppen steigen, kriechen durch enge Röhren, klettern. Von Fesseln und Laserstrahlern gar nicht zu reden. Ich hatte genug. Am Nachmittag war Jonas wieder zu Hause. Falls man ein schäbiges Büroapartment von 22 Quadratmetern zu Hause nennen kann. Und auch Sammy bezog wieder sein gewohntes Gehäuse. Ah, das tut gut. Jetzt kann ein kleiner Computer sich doch mal wieder so richtig recken und strecken. Ach, welche Wohltat. Warum ist in der kleinsten Hütte, Sam? Ruf die Prekariatsverwaltung an. Was? Heute? Am Neujahrstag? Spinnst du total? Also am nächsten Tag. Jonas erstattete seiner Auftraggeberin Bericht, persönlich, wie besprochen. Diesmal nicht im engen Beichtstuhl, in ihrem Büro. Und sie war auch nicht mehr Carmen. Sie war Prekariatsoberrätin Sakalauskas. Was ich ihr mitteilte, schien sie wenig zu beeindrucken. Revolution statt Guerilla Club Caligari. Eine erstaunliche Geschichte. Kaum zu glauben. Ich habe ihren Auftrag ausgeführt und dabei Babylon vor einem massiven Anschlag bewahrt und PA-1 vor der Zerstörung. Das sagen Sie. Haben Sie Beweise? Eindeutige, stichhaltige, gerichtsfeste Beweise. Also nicht. Das macht die Sache sehr, sehr schwierig. Nun, ich werde sehen, was sich tun lässt. Sie hören von uns. Ich hörte. 2 Wochen später. Per Phone. Und deshalb gewähren wir Ihnen in Anerkennung geleisteter Dienste einen Aufschub bis zum 30. Juni 2017. Sie haben also ein halbes Jahr Zeit, durch die Akquirierung des erforderlichen Zusatzeinkommens dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Lizenz als privater Detektiv und damit Ihr Sozialstatus erhalten bleiben. Sollte Ihnen das nicht gelingen, Herr Jonas, verzagen Sie nicht. Nicht jeder ist zu höheren Berufen. Sie werden in eine Prekariatsheimstatt umziehen. Dort erwartet Sie ein durchaus angenehmes Leben, sofern Sie keine überzogenen Ansprüche stellen. Das Amt für freie Berufe wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Das war Come Back, eine Folge der Science-Fiction-Krimiserie Jonas, nur Jonas und Sam von Michael Koser. Nähere Informationen und die Folgen zum kostenlosen Download finden Sie unter www.jonasnurjonasundsam.de. Eine Produktion der Kanzlei Dr. Bahr. Den Detektiv Jonas sprach Bodo Primus. Seinen Supercomputer Sam, Peer Augustinski. Außerdem hörten Sie Thomas Karalus, Vanida Karun, Werner Klein, Dave Pirmasens, Angelika Thomas, Henning Fenske und Elena Wilms. Ton und Technik Markus Giersch und Christoph Guder. Aufgenommen im Tonstudio Fährhaus Ton in Hamburg. Regie Werner Klein.